Mein neues Ultraforce-Beil ist da. Ich würde sagen, wir schauen uns an, was es kann. Hallo, willkommen, das ist der René Rostow vom Survival Show Problemskund. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, mein neues Ultraforce-Beil. Ja, und also Hackel auf Österreichisch. Und ich habe noch kein einziges Mal damit gearbeitet. Es ist absolut taufrisch und wir machen das jetzt gemeinsam. Wie komme ich zu diesem Teil? Ein Teilnehmer bei einem Survival Training hat die mitgehabt und hat mich damit ein bisschen spielen lassen, mit seiner, die er dann natürlich wieder mitgenommen hat. Und ich war gleich verliebt sozusagen in das Teil. Und deswegen habe ich es mir gekauft. Es liegt jetzt schon 2 Monate bei mir herum. Ja? Made in Sweden. Ja? Und jetzt habe ich es wieder gefunden und wieder mal schauen, was es kann. Ja, es ist so ein kleinerer Schutz dabei aus Leder. Ja, weiß nicht, wie lange der erhalten wird, aber insgesamt nett, dass es dabei ist. Leider konnte ich keinen Gürtelclip oder Gürteltasche oder sonstiges finden. Das müsste man halt selbst irgendwie organisieren. Ja, ich habe jetzt mal das Makel, wie man in Österreich sagt. Ich weiß nicht, wie sagt man in Deutschland dazu, zu diesem Produktbeschreibungs-E-An-Code oder wie auch immer das heißt, Anbringsel. Weiß nicht, wie sagt man da in Deutschland? Bei uns in Österreich sagt man Makel. Magst du vielleicht einen Kommentar dazu schreiben? Ich finde es auch gut, dass die extra gesichert ist. Wenn ich da jetzt so reinschaue, so vorsichtig, wenn ich mir jetzt den Stiel anschaue, ja, es gibt vielleicht wird noch bessere Maserungen geben, aber es ist auf jeden Fall total in Ordnung und jetzt freue ich mich schon, weil es ja doch relativ viel an Gewicht hat, ja, damit einmal ein bisschen zu arbeiten. Alles Totholz hier. Hier eine unterstandige Fichte. Unterstandig heißt, ich meine, du siehst hier hinten den gesamten Fichtenwald und die werden da sicher irgendwann einmal durchgehen und den durchforsten, weil er doch relativ eng ist. Aber das hier, das ist ja, da wird es nichts mehr, das wird nicht mehr gehen. Der ist auch schon da oben ziemlich dahin, aber der ist noch halbwegs frisch, der ist nicht ganz alt. Schauen wir mal, wie gut wir reinkommen. Ja, also das war jetzt ein Schlag und ich habe gar nicht massiv ausgeholt, also ich habe jetzt nicht volle Kanone. Ja, das ist wirklich, wirklich ganz nett. So, machen wir gleich weiter. Ja, die ist noch frisch, richtig schön harzig. Aufpasst, dass man dir da nicht am Kopf fällt. Das Holz der Fichte ist richtig zäh, es ist noch frisch, ja, und auch schön harzig und auch die Ringe, ja, sind richtig schön eng. Das zeige ich dir jetzt. Also es ist doch einiges an Harz da, ich rieche das auch jetzt hier und auch die Baumringe sind sehr, sehr eng. Dadurch macht die ganze Sache natürlich zäh. Ich glaube, dass die da drinnen, jetzt im Vergleich zu den anderen Bäumen, wenn du da so schaust, wenn du nach oben schaust, ja, da ist mein Wachstum nicht so viel weitergegangen und ja, das habe ich jetzt auch wirklich gespürt. Also im Vergleich zu der Hasel, die ich vorher umgekaut habe, war das schon ein bisschen mehr an Arbeit.
Ja, ich habe mir jetzt bei meinen Tasten Zeit gelassen, habe geschaut, dass ich einen sicheren Stand habe. Und ich bin ja Amateur. Ja, ich bin Amateur. Ich meine, Holzfäller ist ein eigener Beruf. Ja. Sein eigener Beruf und ich als Amateur bin daher dreimal so vorsichtig, dass ich mir nicht wehtue. Du hast sicher gesehen, dass ich extra geschaut habe, dass ich irgendwo in einer, beim Entasten, dass der Stamm dazwischen ist. Ja. Und ich war da jetzt hyper vorsichtig, weil ich will mir dieses schwere Teil, speziell weil es so kurz ist, nicht irgendwo ja, reinschlagen. Bedenke immer eines, so kurze Haken, da habe ich schon einmal ein Video gemacht, sind natürlich gefährlich, wenn ich jetzt ausschlage. Und daneben schlag, treffe ich mich genau da irgendwo im Kniebereich. Ja, das wäre sehr unangenehm, besonders da jetzt im Hang. Also immer 100.000 Mal aufpassen und eine, ja, wie soll ich sagen, konstruktive Paranoia haben. Da habe ich auch einmal ein Video gemacht am René Rossmann Kanal. Link zu dem Video gebe ich da. Auf jeden Fall, durch das Gewicht, das das Teil hat, ja, echt fett. Ja, es ist natürlich jetzt zu früh zu sagen, ob es sie wirklich gut oder schlecht ist, aber jetzt beim ersten Arbeiten fällt mir nichts auf und sie ist genauso, wie ich sie noch in Erinnerung habe. Ja, ich werde sie ganz einfach jetzt mitnehmen, Agdor, Hultafors Agdor, und ganz einfach testen über den Winter. Ich werde jetzt einige Projekte auch machen, diese stillen Videos, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Link zu dem Video gebe ich dir da. Ein stilles Video, wo ich ganz einfach Bushcraft und Survival Training mache, ohne viel zu erklären und ohne Produktpräsentation. Da werde ich sie jetzt diesen Winter mitnehmen und dann noch einmal ein Video machen zu den Erfahrungen. Wenn ich sie jetzt vergleiche mit meiner Rinaldi-Axt, die einer meiner Lieblingsäxte ist, ich habe ihn in dreifacher Ausführung im Auto und so immer dabei, da muss ich halt dazu sagen, dass die hier von Hultafors deutlich, wirklich deutlich schwerer ist. Dadurch hast du aber auch mehr Power und das macht sich halt dann bemerkbar. Aber die hier, da habe ich auch einmal ein Video gemacht, da gebe ich dir auch den Link dazu, vor einiger Zeit. Ich muss sagen, ich werde die zwei jetzt auch gegeneinander ein bisschen testen. Aber die Rinaldi, die taugt man halt schon. Wie auch immer, Link zu beiden Produkten findest du unten. Schau dir das ganz einfach an. Die hier, bin schon gespannt, ob das auch ein Liebling von mir wird. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten. Hast du diese Hultafors Agdor selbst im Einsatz? Erzähl mir da ein bisschen was dazu. Das wäre sehr, sehr fein. Ja, wir schauen dann, was ich davon halte. Daumen nach oben oder nach unten mag ich dich bitten. Ein Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Und ja, diese Stange, die werden der Tobias und ich jetzt nach draußen ziehen, denn die werden wir für ein weiteres Projekt dann benötigen. Aber das sehen wir mal an einer anderen Stelle. Danke, dein René Rossmann, bis bald, ciao.